Am gestrigen Sonntag ließ es sich wieder entspannt shoppen. Anlässlich des dritten Advents öffnete der Lausitzpark seine Pforten. Dabei wurde den Besuchern neben der schönen Weihnachtsdekoration noch weitaus mehr geboten. Also wir freuen uns nachher auf den gemischten Chor Karen, der hoffentlich mit unseren Besuchern gemeinsam ganz, ganz tolle Weihnachtslieder singen wird unter dem Weihnachtsbaum, sozusagen als Generalprobe für den Heiligen Abend, dass man auch wirklich richtig fit ist. Und ansonsten haben wir natürlich für die Kinder wieder unsere Kinderbastelstraße, wo man ganz, ganz viele lustige Sachen basteln kann. Dann der kleine König ist zu Besuch, der hat seinen neuesten Film mitgebracht in unserem Kinderkino. Und für unsere Kinder, ich glaube, das sieht man im Hintergrund ganz spannend, ist die Brücke, die wir aufgemacht haben, wo man ganz einfach mal mitten im Winter stehen kann, wenn es heute jetzt schon noch so warm ist, dass man da ganz einfach mal das testen kann. Neben Bastelstraße und Kino gab es für die Kleinen allerdings noch eine ganz andere Attraktion. Denn sogar der Weihnachtsmann persönlich kam für ein Fotoshooting vorbeigeschneit. Und für manch einen sprang hinterher noch eine Belohnung raus. Also böse Kinder bekommen natürlich eine Hute. Und die lieben Kinder bekommen natürlich Schokolade und viele Geschenke. Wer seine Stimme schon mal für Heiligabend trainieren wollte, hatte dann am späteren Abend zusammen mit dem gemischten Chor aus Karen die Möglichkeit dazu. Und zum Ende des Abends wurde dann natürlich wieder traditionell das Türchen im Kalender geöffnet. Daran kann sich ein jeder beteiligen. Alles, was man dazu braucht, ist sein Los in die Box zu werfen. Also vielleicht wird ja beim nächsten Mal sogar Ihr Name aus der Trommel gezogen. Und wer die Möglichkeit verpasst hat, diesen Sonntag auf Weihnachtsbummel zu gehen, auch am 4. Advent ist wieder verkaufsoffener Sonntag im Lausitzpark.